Ja, das ist die Ausgangslage und die ist eigentlich weder für die Reformbefürworter noch für die Reformgegner besonders komfortabel. Heute die Debatte hier im Landtag, die war sehr hitzig, es geht um viel und deswegen diskutieren wir auch hier am Tisch nochmal mit Jan Redmann von der CDU, mit Peter Wieder von BVB Freien Wählern und mit Daniel Kurt von der SPD. Kurt, vorneweg, die haben gesehen, 58% der Brandenburger sagen, sie sind gegen die Reform. Eigentlich müssten sie das Projekt ganz schnell abblasen, oder? Also die Reform bleibt ja trotzdem notwendig. Wir müssen, glaube ich, noch mehr dafür sorgen, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger verstehen, warum diese Reform notwendig ist. Da ist viel diskutiert worden, da werden wir auch weiterhin diskutieren und wir werden Ihnen aber auch sagen, was alles von den Gegenargumenten nicht stimmt. Also wenn es dann heißt, die Feuerwehren leiden darunter, der Schulbus kommt nicht mehr. All diese Dinge, mit diesen Dingen müssen wir auch zunehmend aufräumen. Und wenn dann die Brandenburgerinnen und Brandenburger wissen, worum es am Ende wirklich geht, nämlich dass die Verwaltung zukunftsfähig gemacht werden soll und dass die Wege nicht weiter werden, dann denke ich, werden wir auch bessere Zustimmungswerte bekommen. Herr Redmann, Sie sind auf der Seite derjenigen, die sagen, wir brauchen die Reform nicht. Vielleicht können Sie besser erklären, warum die Brandenburger nicht überzeugt sind von dem, was Innenminister Schröter gebetsmühlenartig wiederholt über die letzten Jahre. Ich glaube, die Brandenburger haben ein ganz gutes Gespür dafür, dass durch diese Reform kein Problem des Landes gelöst wird. Es wird dadurch nichts besser. Im Gegenteil, es entstehen viele Nachteile am Ende durch die Reform. Angefangen davon, dass die Reform sehr viel Geld kostet. Also alleine schon die Umstrukturierung selbst kostet viel Geld. Es wird aber nichts am Ende gespart werden unterm Strich. Bis dahin, dass die Zentralisierung an sich, da haben die Brandenburger, glaube ich, ein gutes Gespür dafür, im Land schon sowieso sehr weit fortgeschritten ist und gerade in den ländlichen Regionen diese Zentralisierung über die Jahre hinweg viele Nachteile mit sich gebracht hat. Herr Kurt, sind das jetzt die Argumente, von denen Sie gemeint haben, die stimmen nicht oder sind das Argumente, die sagen, naja, da müssen wir nochmal nachdenken drüber? Also ich bedanke mich für die Argumente, weil all diese Argumente haben wir schon mal gehört bei der Gebietsreform 93 und die Kreise, die jetzt unbedingt so bleiben sollen, die sind ja 93 entstanden aus der Fusion von Landkreisen und auch damals wurde gesagt, dass diese Zentralisierung alles furchtbar machen wird. Aber was haben, wie ist denn die Realität heute? Wir haben heute natürlich schon Außenstellen von Kreisverwaltungsbehörden, die es dem Bürger die Wege kürzer machen. Und ich gehe davon aus, dass die Kreise auch zukünftig Außenstellen haben werden. Aber es ist doch nicht schlimm, wenn wir darauf reagieren und sagen, wir haben einen Landkreis, der sollte mal 150.000 Einwohner haben. Er hat jetzt nur noch 80 oder 70 demnächst. Und wir fusionieren ihn mit einem Benachbarten. Wir können beide Verwaltungskörper zusammenführen. Das heißt nicht, dass wir danach nur noch halb so viele Mitarbeiter haben. Wir werden auch noch Außenstandorte haben. Aber die Effektivität wird doch steigen. Und das zweifelt ja auch die CDU nicht an, die ja gleichlautende freiwillige Fusion fordern will, mit demselben Ergebnis, nur dass wir es per Gesetz machen wollen. Zur Freiwilligkeit kommen wir vielleicht gleich ja wieder. Die Argumente, die Herr Kurt jetzt genannt hat gerade, ist das für Sie ein Zeichen dafür, es wird nicht so schlimm? Das ist im Prinzip das, was er gesagt hat, oder sehen Sie es anders? Wir haben jetzt bereits in Brandenburg Landkreise, die im Schnitt ein Drittel größer sind, als bundesweiter Durchschnitt es hergibt. Wir werden dann Landkreise haben, die im Schnitt doppelt so groß sind. Da entstehen natürlich Wege, das kann man deuten, wie man will. Es entstehen Wege von bis zu 150 Kilometern zur Kreisstadt. Und das kann für Ehrenamtler niemand wollen. Und wir haben, wenn jetzt 93 angesprochen wird, die Gebietsreform 2003, die Landesregierung verweigert eine wissenschaftliche Analyse der Gebietsreform. Die Landesregierung verweigert auch einen Blick über den Tellerrand. Wenn wir uns bundesweite Statistiken ansehen, sie sehen keinen Zusammenhang zwischen Kreisgröße und Effizienz der Verwaltung. Das ist einfach nicht der Fall. Und deswegen werden hier die Brandenburger Nase herumgeführt und dagegen demokratischer Protest und auch Widerstand und Unterschriftensammlung das demokratischste von der Welt. Gut, wissenschaftliche Statistiken sind jetzt von der Uni Potsdam gerade zusammengetragen worden. Die gibt es, diese Studie. Das vielleicht noch als kurze Ergänzung. Herr Redmann, die Frage der Freiwilligkeit. Genau, so dagegen. Insofern muss man darüber diskutieren und man muss einfach die Landesregierung in die Pflicht nehmen, dass sie die Reformen 93 und 2003 vernünftig auswerten. Das ist nicht geschehen. Der Innenminister verweigert das ganz klar. Herr Redmann, die Frage der Freiwilligkeit. Innenminister Schröter sagt doch immer wieder, das ginge heute bereits. Dadurch, dass das nicht gemacht würde, zeigt eben, dass das nicht besonders attraktiv sein wird. Warum soll das jetzt nach dem Vorschlag der CDU funktionieren? Warum sollen jetzt die Kommunen plötzlich freiwillig zusammenarbeiten? Unser Vorwurf an die Landesregierung ist ja, dass hier das Kind mit dem Bade ausgeschüttet werden soll. Man legt großflächig die kompletten Verwaltungen zusammen, obwohl es nicht in allen Bereichen der Verwaltung in Zukunft Probleme geben wird. Der Punkt ist, die Landesregierung weiß selbst gar nicht genau, in welchen Bereichen man zu wenige Fallzahlen in Zukunft haben wird. Das hat man gar nicht erhoben, so scharf. Ja? Und man müsste das aber machen. Man müsste gucken, in welchem Amt werde ich künftig zu wenig Fallzahlen haben, dass sich dieses Amt noch lohnt. Und dann kann man dieses Amt mit dem Nachbarlandkreis auch
auch zusammenbringen im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit. Das kann man freiwillig machen, aber auch nach unserem Konzept schon heute könnte man auch trennscharf genau diese Behörden miteinander zusammenlegen, sodass der eine Landkreis das für den anderen mitmacht. Dazu brauche ich aber nicht die Landkreise zusammenlegen. Ach Gott, der grobe Pinsel wurde da angelegt, ist der Vorwurf. Warum das? Das ist natürlich überhaupt nicht zutreffend. Also wir haben ja gerade eben auch Landkreise, bei denen wir keinen Reformbedarf sehen, die wir eben nicht mit ihrem Landkreis fusionieren. Und wenn es jetzt hier, ich will noch mal darauf hinweisen, uns wird immer vorgeworfen, Skaleneffekte gäbe es nicht und Effektivitätsprobleme gäbe es nicht. Die CDU selbst schreibt in ihren Papieren zum Thema freiwillige kommunale Zusammenschlüsse, dass dann Skaleneffekte produziert werden würden. Also hier geht es, und auch wenn Kollege wieder sagt, die Sachen sind nicht ausgewertet worden. Wir haben eine Enquete-Kommission gehabt, seit 7 Jahren diskutieren wir hier und irgendwann muss es auch mal zum Punkt kommen, dass die Gesetze auf den Tisch kommen. Die Auswertungen liegen alle vor und jetzt kann man sich verweigern und sagen, nein, die akzeptieren wir so nicht und wir wollen nochmal nachgerechnet haben. Oder man macht jetzt den Schritt und legt jetzt die Gesetze vor, die sind jetzt da, darüber können wir jetzt diskutieren. Aber dass der grobe Pinsel über das ganze Land geht und überall gleichmäßig und alles ginge auch anders, das sehe ich nicht. Man bekommt ja als Außenstehender so ein bisschen den Eindruck, dass vieles mittlerweile so im Bereich der Glaubensfragen auch wabert. Am Ende wird es möglicherweise einen Volksentscheid geben über die Kreisreform. Allerdings haben wir jetzt auch gesehen, die Überzeugung in der Bevölkerung in Brandenburg, dass das ein Erfolg werden wird aus Sicht der Reformgegner, die ist nicht so wahnsinnig hoch. Herr Wieder, woran liegt das? Also zunächst einmal festzustellen, dass 58% der Brandenburger es ablehnen und 31% gut finden. Das heißt, doppelt so viele lehnen es ab. Aber 38% nur glauben, dass so. Das hat damit was zu tun, wenn die SPD Land auf Land abrennt und sagt, wir erkennen den Volksentscheid gar nicht erst an. Natürlich demoralisiert das die Bevölkerung und natürlich irritiert das die Bevölkerung. Und natürlich führt das dazu, dass es auch zu Politikverdruss kommt. Das, wogegen die SPD vorgibt zu kämpfen, verursacht sie damit mit. Und unsere Aufgabe wird es sein, den Leuten deutlich zu machen, seid mutig, traut euch eure Meinung zu vertreten, tragt euch in Unterschriftenlisten ein, lasst euch nicht einschüchtern. Und dann werden sie sehen, bin ich felsenfest überzeugt, wird es eine große Mehrheit geben für unser Vorhaben, was wir als BVB Freiwähler unterstützen, nämlich den Erhalt der Kreise, so wie sie derzeit sind. Und die Mehrheit, das erwarte ich von der SPD, muss dann auch die Regierungspartei akzeptieren und anerkennen. Herr Kurt, warum nicht das klare Signal an die Wähler, ja, das Ergebnis des Volksentscheides gilt und wenn es da heißt Nein zur Kreisreform, dann heißt es Nein zur Kreisreform? Erstmal gibt es ja ein Volksabstimmungsgesetz im Land Brandenburg und da sind die Prozesse alle geschrieben, wer wann an welcher Stufe dazu sich beteiligen hat. Wir haben jetzt einen Referentenentwurf gehabt, der hat viel Widerstand erzeugt. Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf, der vieles von dem, was diskutiert worden ist, aufgenommen hat, was die Frage Zugriff auf die Kommunalverbundmasse betrifft, also Zugriff auf Geld der Gemeinden. Das machen wir jetzt so nicht mehr, Teilentschuldung nur noch aus dem Landeshaushalt. Ich glaube, dass das die Menschen auch beruhigen wird, dass bestimmte Dinge so schlimm, wie sie skizziert worden sind, gar nicht kommen. Und dann werden wir mal sehen, was an Zahlen dann da ist. Und wenn die Zahlen dann da sind, dann werden wir das bewerten, so wie es im Volksabstimmungsgesetz steht, und dann auch entscheiden, ob wir sozusagen jetzt weitermachen oder nicht. Jetzt den Reformprozess zu stoppen, wäre absolut falsch, denn das Parlament muss ja die Chance haben, sein Gesetzesvorhaben erstmal weiter zu betreiben, um dann am Ende zu sehen, ob die Zahlen da sind. Komm, stopp, jetzt war ja nicht die Rede, Herr Redmann. Was passiert, wenn es am Ende nächstes Jahr einen Volksentscheid gibt, der geht gegen die Reform aus und Rot-Rot sagt, wir machen die Reform trotzdem. Was passiert dann? Also ich freue mich zumindest, dass es die, glaube ich, die Mehrheit im Parlament anders sieht als die SPD. Sowohl die Linke als auch die Grünen haben ja schon deutlich gemacht, dass auch sie den Volksentscheid für relevant halten. Die CDU natürlich auch und die Freien Wähler, selbstverständlich. Insofern wird, wenn der Volksentscheid Erfolg hat, wird es einen Gesetzentwurf zur Aufhebung der Kommunalreform geben im Landtag Brandenburg. Und ich gehe davon aus, dass genug Abgeordnete auch den Anstand dann haben, diesen Volksentscheid zu respektieren, sodass dann die Kommunalreform vom Tisch ist. Damit vielen herzlichen Dank an Sie drei in diese Runde. Wir haben schon gehört, am 29. August startet das Volksbegehren gegen die Kreisreform. Ende des Jahres will der Landtag das Gesetz möglicherweise verabschieden mit den Stimmen von Rot-Rot. Und die Zusammenfassung der sehr spannenden Debatte im Landtag heute sehen Sie heute Abend um 19:30 Uhr bei Brandenburg aktuell.